Hallo ihr Lieben, Namaste. Heute ist der 1. Mai. Und ich möchte euch von einem ganz tollen Ereignis berichten, was ich erlebt habe in dieser Woche. Was wir, wenn du dein Einverständnis erklärst, wenn du das möchtest, wenn du bereit bist, selbst erleben kannst demnächst. Ja, ich bin durch die Dimension gereist und das ganz bewusst. Ich kenne das aus diesem Leben, aber jetzt ist es so, dass mit dem Aufstieg der Erde und das auch mit dem Dünnerwerden der Schleier die Dimensionen langsam sich übereinander lappen. Und die Dimensionen, damit meine ich die dritte Dimension, hier unten ganz auf der Materie, ganz hier unten auf der Erde, dann kommt die Traumebene, die Ätherebene und dann kommen die Lichtebenen ab der fünften Dimension. Und eigentlich sagen oder sagt die geistige Welt, und ich spreche dann von der geistigen Welt, also ich spreche wirklich zu reisen von der geistigen Welt mit unserem physischen Körper, mit unserem Energiekörper in die materielle Welt und zurück. Das klingt total phänomenal, das klingt vollkommen abgespaced, ich weiß, aber das ist das, was wir jetzt erleben werden, mehr und mehr. Denn unser physischer Körper wird immer mehr kristallin, feinstofflicher, aus Kohlenstoff basierten Zellen entstehen kristalline Lichtzellen. Und wenn unser physischer Körper mehr Licht speichert, dann sind wir in der Lage, dieses Licht zu nutzen, um aus der Schwere hinauszugehen in diese feinstofflichen, lichtvollen Ebenen. Wenn du also ein Zeitreisender sein möchtest, ja, und das ist das, was wir jetzt erleben werden in den kommenden Jahren, mit dem Aufstieg und der Verbindung unseres Gottselbstes, dann bist du genau hier richtig. Ja, was ist geschehen? Also, ich möchte einfach mal von dieser Woche sprechen und nicht aus meinen früheren Lebenserfahrungen, die auch sehr, sehr enorm war, wo ich aber noch unbewusst war, wo ich nicht erklären konnte, was passiert. Ich bin aufgestanden in dieser Woche eines Morgens und wusste, dass ich mit meiner Seele noch nicht in meinem Körper bin und mit meiner Seele noch vollkommen auf der anderen Seite des Schleiers. Also ist mein physischer Körper losgelaufen in einer Form, ja, wie kann ich das nennen? Funktionalität vom Schlafzimmer in das Wohnzimmer weiter durch die Wohnung. Und ich wusste in dem Moment ganz genau, dass ich noch auf der anderen Seite bin. Und mit meinem inneren Einverständnis reiste also meine Seele, währenddessen ich schon stand und das Gefühl hatte, oh Gott, wo bin ich? Was für ein Tag ist? Was ist das? Okay, mein physischer Körper, denn ich wache ja ohne Wecker auf. Ein Luxus in meinem Leben. Ja, reißt also meine Seele ganz bewusst wieder von oben in meinen Körper hinein, das heißt wirklich aus der fünften Dimension und höheren Ebenen durch den Schleier durch hinein und traf wirklich wie eine Landung in meinem Körper ein und ganz bewusst damit auch wieder in dieser 3D-Matrix. Und ich möchte dieses Video nennen Erwachen in der Matrix. In der Matrix deswegen, weil ich mitverfolgen konnte mit meinem vollen Bewusstsein, wie ich reise aus der geistigen, feinstofflichen Welt mit meinem Energiekörper und meiner Seele hinein in meinen Körper, hier unten dann gelandet bin, angekommen bin und wusste, ich bin durch den Schleier zurückgereist in das Tagesbewusstsein hinein, bis hinein in meinen physischen Körper. Und als ich in meinem physischen Körper dann war, wurde mir vollkommen bewusst, dass meine Seelenenergie und mein Lichtkörper, so wenn man das nennen möchte, also mein freier Energiekörper, sehr damit zu tun hat, diesen physischen Körper aufrechtzuerhalten. Also ich habe so an mir runtergeschaut, meine Seele, ja, und hat gedacht, oh Gott, ich habe total damit zu tun, hier im Alltag meinen physischen Körper fit zu halten und aufrecht zu halten, ja, zu waschen, zu pflegen, zu ernähren, Sport zu machen, Wasser zu trinken. Oh mein Gott, was ist das für ein Gefühl? Das war so phänomenal, dieses Gefühl bewusst zu erfahren, wie mein Seelenkörper, mein Energiekörper
zu tun hat, diesen physischen Körper hier aufrechtzuerhalten. Ja, dieses bewusste Dasein, das ist das, was ich mal mit euch teilen wollte. Und die Information auch damit, dass wir nicht wirklich dieser physische Körper sind, sondern dass dieser physische Körper ja wie eine Art Mietwagen ist. So kommt das gerade, so möchte ich es mal nennen, ja. Eine Art Mietwagen. Und dass ich ihn für diese Inkarnation gemietet habe. Und dass ich gucke, wie halte ich ihn rein und sauber und pflege ihn? Und vor allen Dingen, wie kann ich diesen physischen Körper lange, 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 lange nutzen für mich? Sodass ich Freude empfinde, sodass ich Glückseligkeit empfinde, sodass ich Gesundheit empfinde, Harmonie empfinde und hier auf dieser physischen Erde mit diesem physischen Körper all das an Sinnen und Erfahrungen erleben kann, was ich erleben kann mit diesem physischen Körper. Denn als ich auf der anderen Seite war, war da eine enorme Leichtigkeit, ja, eine wow, eine reine Liebe und Leichtigkeit. Und als ich dann hier zurückreiste und ganz bewusst in diesen Körper wieder reiste, war da natürlich eine ganz schöne Schwere. Ja. Und diese Schwere, ganz ehrlich, für mich als Zeitreisende, kann das ganz schön Angst machen und es kann ganz schön schwer sein. Aber diese Reisen sind schön, denn sie erweitern unser Bewusstsein, sie erweitern unser Dasein, sie geben uns viele Erkenntnisse, noch mehr Sinne, wir erfahren noch mehr Sinne und das, was jetzt geschieht, ist, wir werden mehr und mehr bewusst durch all diese Dimensionen reisen. Ich lade dich ein, vielleicht mal mitzureisen. Ich lade dich ein, mehr Bewusstsein dafür zu erlauben und zu entwickeln, wenn du das möchtest. Alles ist gut in der Schöpfung, sagt Saint Germain immer. Ja, ich möchte gerne mehr Erfahrungen mit dir teilen in diesem Erwachungsprozess, in dem Prozess der Realisierung, wenn wir in die verkörperte Meisterschaft gehen. Und ich freue mich darauf. Ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz lichtvollen 1. Mai mit vielen Erkenntnissen und Aufwachprozessen und mit viel Freude, einfach auch Freude in diesem physischen Körper. In diesem Sinne, hab einen schönen Tanz in den 1. Mai. Namaste. Danke, dass du da bist. Merci, bye bye.